Lasst mich durch, lasst mich durch. Die brauche ich, das ist meine, geh weg, weg. So ist gut. So. Alter. Okay, nicht mehr witzig. Verdammt. Das geht schnell runter. Viel zu schnell. Hallo, Klappe. Na, wie geht's? Wir sprechen uns gleich. Hallo? Ich muss hier raus. Es brennt. Es brennt doch. Lass mich da raus. Aus hier. Verdammt. Ja. Das hätten wir geschafft. Hallo? Jedes Modem war schneller. You have suffered minor head trauma. This is considered an optimal outcome. Wie soll ich denn das verstehen? Please refer to the data bank for detailed survival advice. Good luck. Vielen Dank. Geh zu Altera, haben sie gesagt. Guck dir das Universum an, haben sie gesagt. Guck dir fremde Planeten an. Geil. Was war das? Wow. The Aurora suffered orbital hull failure. Cause unknown. Zero human life signs detected. Ich hoffe, du irrst dich. Ich will hier eigentlich nicht alleine sein. Also ich kann ja jetzt nicht so weit gucken, aber das sieht hier so aus, als wäre kein Land in Sicht. Du siehst aber merkwürdig aus. Ist ja nicht so, als wenn ich Angst hätte, in so einem riesengroßen Aquarium zu planschen. Ich will da nicht reinspringen. Aber ich muss. Sonst kann ich hier nichts machen. Naja. Jedenfalls deckt der Standardnotfall alles ab, was ich brauche. Jetzt muss ich also nur noch Ressourcen finden, damit ich hier was bauen kann. Na gut. Nützt alles nichts. 3, 2, 1. Ja, bahnfrei. Ich bin dran. Ich hoffe, ihr seid freundlicher, als ihr ausseht. Das sind Wrackteile. Ich muss ja nach unten. Laut den Aufzeichnungen bin ich hier eher allein. Kommt mal her. besondere Schönheit bist du jetzt nicht. Ja. Der Mensch muss essen. Was liegt hier? Ach, ich brauche meinen Scanner, verdammt. Ohne Scanner bin ich hier nichts. Ich brauche eine Batterie. Und ich brauche ein bisschen Titan. Ich brauche definitiv was, um schneller zu sein. Und
Ich brauche irgendwas, um länger zu tauchen. Aber im Grunde genommen brauche ich nur die Zutaten dafür. Mein Replikator baut mir das. Kann man sich vielleicht hier ein bisschen, naja, ich will nicht sagen wohler fühlen. Gehst du weg? Puh, aber wirklich schön bist du jetzt nicht. Na, falls es mal brennt. Wir brauchen Kupfer. Ausschau halten nach diesen Steinen. Hätte ich das früher gewusst, dann wäre ich doch nur Gärtner geworden oder so. Aber nein. Jetzt tue ich so, als wenn ich hier 5000 Euro für eine Karibik-Tauchtour bezahlt hätte. Ich will hier gar nicht sein. Na du? New creature discovered. Komm mal mit. Wir müssen da mal was klären. Oh ja. Ja. Wir müssen nach oben. Oh, das wird knapp. Ich kann die Sterne schon sehen. Ah. Puh. Es entwickelt sich zu einem Abenteuerurlaub. Ich hoffe, der ist bezahlt. Altera hat sich da eh immer so knauserig. Die Geier. Gefahrenzulage bitte. Aber ich habe hier so das Gefühl, das ist noch die freundliche Ecke des Passengs. Gut. Wenn wir erstmal die Grundlage schaffen. Und die Titanen werden wir brauchen. Und Glas ebenso. Ja. Eine Taucherflasche. Können wir endlich etwas länger tauchen. Oh ja. Da scheint sich Daten zu regenerieren. Ja, wenigstens was. Schauen wir doch mal, was wir hier essen können. Oh. Dieser Fisch wird in Wasser verwandelt. Gucken wir doch mal. Oh ja, lecker. Den auch und den. Nein, die scheinen sich wohl zu lohnen, diese Gelubscher. Ja, die Augen sind echt nicht gerade lecker. Aber satt macht's. Nun gut. Wir brauchen mehr Equipment. Wir brauchen das und wir brauchen das. Also brauchen wir Silber. Und Silikon. Also
Versuchen wir doch einfach mal Silber und Silikon zu finden. Es wird dunkel. Gut, dass ich schon eine Taschenlampe habe. Apropos Taschenlampe. Oh, was haben wir da? Es zieht mich magisch an, dieses Licht. Hallo, Licht. Sehr gut. Da kommt tatsächlich Luft raus. Okay. Nicht schlecht. Das werden wir uns gleich mal merken. Könnte ein Notnagel sein in brenzligen Situationen. Wenn man die Augen offen hält. Gerade mal 10 Minuten auf dem Planeten und schon machen wir wieder alles kaputt. Okay, Scanner. The scanner can be used to synthesize blueprints from salvage technology and to record alien biological data. Und eine Taschenlampe. Es möge Licht. So. Ich brauche Silikongummi. Für die. The fabricator draws from available data to provide environment appropriate equipment using locally available materials. For your safety, this setting cannot be overridden. Kann ich mit leben. Also schön, dass ich noch lebe eigentlich. Aber es ist jetzt trotzdem alles andere als wünschenswert, hier zu sein. Okay, legen wir mal los. Gucken wir uns alles an, was es gibt. Um rauszukriegen, was wir alles verwerten können, für was vor allem. Hier wissen wir ja, hier weiß ich ja schon, was passiert, aber Kaninchen rochen. Mal gucken, ob man den Gehen noch jagen kann. 30 seconds. Auf jeden Fall sieht er nicht sehr unfreundlich aus. Ich sollte auf jeden Fall schauen, dass ich diese Höhle von vorhin nochmal betrete. Oder überhaupt Ressourcen sammeln ohne Ende. Vielleicht werden wir das Wichtige erstmal scannen und das Unwichtige erstmal außen vor lassen. Oh, hallo! Schwefel. Okay, wir brauchen Schwefel. Vielleicht auch in diesen Steinen hier versteckt. Oh, ich war das nicht. Habe ich mich erschrocken. Ja, besonders freundlich klang das trotzdem nicht. Oh ja. Ah, verdammt, wir brauchen noch ein zweites. Aber gut, dass wir das schon mal haben.
Okay, ist dort wieder hell. Oder? Ja. Hoppla. Ein Fehler in der Matrix. Ah, hier ist irgendwas Mysteriöses. Irgendwas stimmt hier nicht mit dem Planeten. Oh! Wärmequelle. Die können wir uns noch zunutze machen. Ja. Fühl mich ein bisschen wie Robinson Crusoe. Ich hoffe mal, hier ist irgendwo ein Freitag. Von mir aus auch ein Dienstag, ist mir völlig egal. Aber so völlig allein. Deswegen rede ich ja auch die ganze Zeit mit mir selbst, weil sonst wirst du sehr verrückt. Okay, wir brauchen immer noch Schwefel. Jedenfalls wurde der uns versprochen und irgendwie finde ich hier keinen. Eimer. Ja. Wollen ja das nur den Müll ja auch trennen. Das Ding macht schon genug Schaden. Dann kann man ja wenigstens mal einen Mülleimer aufstellen. Was macht er da? Die klauen mein Metall? Ja, ist schon okay. Bleib mal da. Sehr gut. Kann nun endlich diese Signalbojen bauen. Die werden mir bei der Orientierung definitiv weiterhelfen. Ich brauche Silber. Oh. Na, 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 na. Ich muss sowieso mal weg, das ist gut. Das hier drüben ist alles zu tief für uns. Jetzt weiß ich wieder, wie Gollum ging. Ach ja, was für ein schöner Klassikerfilm. 20. Jahrhundert, verrückte Zeit. Ha. Aber ein paar schöne Filme haben sie rausgebracht. Oh. Na endlich. Hier wird's interessant. Oh ja. Ab nach Hause. Das müssen wir uns bauen. Schnell, schnell, schnell. Los geht's. Hm. Krokodil Dundee würde drüber lachen, aber naja. Vielen Dank. Oh ja, eine Signalboje. Den brauchen wir. Na bloß, ich habe jetzt keinen Schmierstoff mehr.
Nein. Was man nicht im Kopf hat, hat man in den Beinen. Also nochmal los. Geht weg. Weg, 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 weg. Ich muss hier lang. Und ihr stört mich. In meiner Sicherheit des Seins. Oh. So, ein komischer Stein. Ah, es ist ein anderer Stein. Sehr schön. Ja, ja. Ich dich nicht hätte, Siri. Hier, wir brauchen noch mal... Nee. Immer diese Matrix-Fehler. Hier. Kumpelpflanze. Eine Hirnkoralle. Nee. Oh Gott, das war nur die... Ich dachte schon, einer dieser freundlich aussehenden Fische hätte mich als Nahrung anvisiert. Wo ist mein Zuhause? Gott, oh Gott, oh mein Gott. Ja. Ja, das kann böse enden. Schwimmst mal kurz in den Garten und kommst nicht wieder zu Hause an. Weil du einfach schlicht nicht weißt, wo es ist. Aber danke, Altera, ihr habt's markiert. Aber ansonsten ist mit Orientierung hier echt... Puh. Aber wir haben ja Signalbojen. Ja, 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 die werden wir auch gut nutzen. Aber jetzt... Wenn wir uns erstmal ein Gefährt bauen. Lubricant is essential in construction of vehicles and power plants. Ja, ich habe was vergessen. Ja, schön, wenn man mal nicht weit weg muss. Einfach mal schauen, vielleicht kann ich ja die hier. Ja, sehr gut. Zweimal Glas. Die Flasche hier. Na. Okay. Jetzt? Nein. Wir kriegen langsam Platzprobleme. Das ist gar nicht so schön. Aber da fällt mir ein. Wir haben ja die. Sehr schön. Meine Güte, ist das kompliziert. Nein. Jetzt habe ich zwei davon. Perfekt.
Ich brauche Platz. Hier die ganzen Taschen voll. Find's doch nichts. Ich brauche das Glas, ich brauche das und ich brauche das. Oder? Glas, Titan und die Standardflasche. Nein. Ja! Ta-ta-da-da! Ist lange wert, wird gut. Na, immerhin. Okay, wir brauchen mal hier so ein Reparaturwerkzeug. Aber wir haben den Höllenschwefel noch nicht gefunden. Na, dann muss ich mal los, um den zu holen. Hahaha. Kleim so nah. Nett, Altera, nett. Taschenlampe. Ach ja, das ist gut. Fühlt sich das Ganze schon ein bisschen angenehmer an. Und ich bin nicht mehr so langsam. Oh. Was für ein Glück. Ich kann mir hier eine Seemotte bauen. Oh ja. Auch gut. Okay, es ist nur Metallschrott. Meine Sauerstoffflasche von vorhin. Ja, ihr könnt auch euch haben. Nehmt sie. Ich mach mich mal los. Ja. Ist ja gut. Ist ja gut. Diese Frachtkisten sind wirklich... Lohnt sich immer, die auf jeden Fall abzuchecken. Auch noch was drin? Ja. Perfekt. Oh, schnell nach oben, schnell nach oben. Puh. Was für ein Tag. Ich glaube, ich lege mich erstmal eine Stunde aufs Ohr. Und werde dann die Seemottenteile morgen suchen. Ja, das wäre schon schön. Könnte ich hier mich weiter umschauen. Da traue ich mich nicht hin. Ins offene Meer. Ins offene Meer, ja, der war gut. Guckt euch das an hier. Aber ich nehme die Herausforderung an. Nichts ist unmöglich. Alles ist da. Es wird eine interessante Reise. Ich freue mich auf Teil 2.